Das letzte Mal in Ficken an der Fotz. Dauerkirschen. Hackermorden. Rosa Plüscheinhörner. Die Nichts Hackermorden. Davon ist wahr. Hackermorden doch schon. Also wir haben ihn zwar noch nicht ermordet, aber wir sind dabei, auf dem besten Weg. Also es ist so eine Teilwahrheit, na gut. Rosa Plüscheinhörner. Ja. Ja. Aber nur für dich, in deiner kleinen bunten Welt. Alles ist gut. Hallo, ich bin Flummeltier und ich habe heute viel zu viel Lösungsmittel eingeatmet. Du lügst. Sie ist genauso wie der Pyro aus Team Fortress 2. Was? Der sieht auch den Regenbogen aus seinem Flammenwerfer kommen. Ach so, ja. Das ist nicht das, das ist... Du würdest jetzt vielleicht denken, der hat eine gestörte Wahrnehmung oder ist psychotisch oder so. Ist aber auch falsch. Nein. Die ganzen anderen Menschen sehen nur, dass Feuer aus seinem Regenbogenwerfer kommt. Genau. Richtig. Sie sehen einfach immer nur das Schlechte. Er sieht das Gute. Er ist quasi der Optimist. Genau. Du hast es verstanden. Ich möchte jetzt auch so sein. Mhm. Ich gehe nach Hause. Sponsored by Horizon Group. Auf Doom. Ah. Evo for liebt, new. Jeder new liebt Horizon. Das ist richtig, Horizon ist doch das Beste. Ja. Deswegen rede ich auch so merkwürdig. Kriegen wir jetzt extra Karma, weil wir Horizon lieben? Bestimmt. Aber gut, ich mag Horizon. Viel Spaß und bleibt klein. Besser Moment zur Welt, Alter! Ich hab's nicht verstanden. Na, weil der CEO von Horizon ist Gary Klein und das war so. Übelst. Das war jetzt, so smart. Jetzt hab ich's verstanden. Aber jetzt ist der Witz vorbei und raus. Ja, ist auch nicht so schlimm, ich erkläre gerne meine Witze. Das ist ungefähr genauso witzig, wie wenn ich sie nicht erklären würde, weißt du? Richtig. Außerdem hast du es falsch gesagt, das ist nämlich der COE, nicht wahr, Deli? Yep. Sagt mal, Kinder, wenn ich euch jetzt vielleicht fragen würde, wer von euch hat denn, wie ich es wollte, sich Gedanken gemacht, was er gleich mitnehmen möchte? Was würde denn dann dabei passieren, so? Ich sollte denken? Ja. Das hat er letztes Mal gesagt. So, dann holt mir auch Mut. Das haben wir nicht auf der Aufnahme. Erstmal einen Eintrag. Das haben wir auf der Aufnahme. Ja, stimmt. Das tut aber so weh. Im Kopf. Naioti. Folgendes ist gesetzt. Ihr seid gepanzert, ihr habt einen Störsender dabei, ihr seid verkleidet. Ihr habt eure Sicht- und Hörscheißen so dabei, das ist mir alles bewusst. Ihr werdet auch mit dem Auto gekommen sein, auch das habe ich gerade noch so, also davon kann ich mal ausgehen. Was war dein Plan? Weißt du das echt nicht mehr? Also ich habe gerade die Frau befeuchtet. Ja, der Plan ist, dass ihr wartet, bis die zusammenklappt und dann durchs Fenster jumpt, während TikTok draußen vor der Tür wartet und alles dann nehmen wir ein Seil mit. Kletterausrüstung, genau. Das werden dann. Also ich hatte den Stand unserer Planung beziehungsweise den Fortschritt unseres Tuns in dieser Planung halt verplant. Naja, so, ihr wartet nur noch, bis die abklappt und ihr da oben reinjumpt. Genau, meine Enterhakenkanone, die mich zumindest runter und hoch wieder ziehen kann. Inklusive Ausrüstung. Ehrlich, in diesem Fall als Ausrüstung? Nein, du bist zu schwer. 70 Kilo kriegt die. Ist egal, ihr wolltet euch doch eh an Daddy zusammen herablassen. Ja, aber was ist denn? Wir brauchen doch bei dir immer Exitpläne. Du freust dich immer, wenn wir Exitpläne machen und es ist absolut sinnvoll. Deswegen ist eine Enterhakenkanone von einem Haus und da sollte irgendwas schiefgehen, zum Beispiel auch für TikTok, ein möglicher Weg hinunter. Kaban muss dann am Seil herunterklettern, aber er kann das von uns drei noch am besten. Das ist richtig, ich bin gut. Und dann können wir das alle gleichzeitig machen, nämlich an zweien. Und es können theoretisch wahrscheinlich sogar TikTok und nee, nicht inklusive Ausrüstung. Aber zumindest einer von beiden sich an dieser Enterhakenkanone runterlassen. Wenigstens TikTok. Zur Not könnte Jojo sich levitieren. Ich meine ja nur. Also aus dem Haus raus kannst du dich natürlich nicht levitieren. Du müsstest dann quasi im Sprung, also auf halber Höhe, mal schnell noch den Zauber aktivieren. Viel zu gefährlich. Deswegen Enterhakenkanone. Ist doch eine super Idee. Was ist denn, wenn ich das Seil kappen? Freifall. Aber eben. Nicht mehrere Stockwerke.
Daddy in der Tat ist übrigens sich schnell an einem Seil quasi so eine Wand herablassen. Freifall, ne? Gut, dass ich Freifall hab. Ne? Siehst du? Gut, dass ich eine Enterhakenkanone hab. Gut, dass ich einen Trepper hab. Gut, also um das jetzt mal abzukürzen, ihr habt noch eine Enterhakenkanone. Los, weiter. Attacke. Ich will hören, was ihr mitnehmt. Mein Pustefix. Was? Pustefix, die knarren. Okay, gefällt mir. Knarren wären schon hilfreich, ja. Ja. So, Warte. So, Genau, meine Brille mit dem Smart Link. Denn ich hab gesagt, Sichtgeräte sind klar. Ach, stimmt, vergessen. So, Genau. Knabber? Ich hätte gern meinen Big Apple dabei. Ihr müsst nicht auf Bestätigung warten, ne? Sagt einfach und ich sag schon, wenn ich was nicht will. Also so dick. Definitiv 3 Dosen Jazz. Das ist doch das Zeug zum mehr Initiative haben, ne? Ja, das ist auch das, was wir noch hatten. Ja, genau. Noch Jazz? Ja, wir haben noch Jazz. Was ein Trip. Ein RFID-Löscher im Auto. Ich bin am Überlegen, haben wir XX beziehungsweise panzerbrechende Munition? Wir haben noch APDS-Munition. In der Gruppenkasse ist angegeben, wofür ihr Munition habt irgendwo. Special Munition. Oh, Atemluftfilter wären vielleicht auch ganz gut. Ja. Haben die Stufen? Nein, oder doch? Doch, Stufe 6. Stimmt. Haben wir auch da. Die hatten wir uns mal gekauft. Soll ich noch mein Lockpicking-Kit mitnehmen? Na, hätte ich sonst mitgenommen. Also auf jeden Fall brauchen wir Dietriche und ein Hardware-Kit, ein kleines, falls irgendwas ist. Ein Lockpicking-Set sind halt Dietriche, ne? Ja, ja. Ja, habe ich alles am Start. Okay, ja, das sind zwei Sachen, die auf jeden Fall mit müssen. Eine Dosis Jazz haben wir noch übrigens. Ja, ist richtig. Trauma-Patch? Am besten zwei Stück. Und ich möchte auch gerne zwei Stim-Patches mitnehmen. Ich weiß, es ist vielleicht wahrscheinlich sinnlos, aber das ist mir egal. Welche Stufen hast du denn? Ich habe viermal Stufe 2, aber ich war eigentlich der festen Überzeugung, ich habe noch Besseres. Na, die stehen jetzt aber leider einfach nicht in der Gruppenkasse und da kann man das leider nicht. Kann auch sein, dass ich nichts Besseres habe, aber. Ich wüsste nicht, ja, woher ich du sehe auch gerade noch. Ich habe gar nicht mehr meine HK, die habe ich total vergessen, dass ich die nicht mehr habe. Ich habe nur noch die Zestava. FN. Du hast keine Maschinenpistole mehr? Doch, die Zestava. Achso, die. Jo! Das nennst du Maschinenpistole, ich nenne das Müll. Ja, ja. Sonst muss ich mit meinem Gewehr da rein, das ist aber ein bisschen blöd im Nahkampf. Obwohl du hast so viel Stärke, dass das mit der Rückstoßkombination sogar noch ganz okay ist. Ich habe keine Ahnung, das ist halt die, kann ja auch nichts machen. Ja, ich kann dir noch eine Knarre geben. Du hast aber keine Maschinenpistole für ihn, eine Knarre hat er selbst. Das stimmt. Kommt auf meine Liste, meine Not-To-Do-Liste, quasi meine To-Do-Liste, dass ich mir eine HK wieder kaufen muss. Verdammte Seuche. Ich bin auf jeden Fall bei meiner Savilet. Alles andere ist bei mir irgendwie sinnlos. Naja, man braucht ja auch eine Wohlfühlwaffe, weißt du? Nur wenn du dich wohlfühlst, fühlen die anderen sich unwohl, wenn du abdrückst. Ja, mit so einem Granatwerfer, das ist dann immer so, wo will die große Waffe mit dem kleinen Mann hin? Ja, da kannst du dich reinsetzen und selbst mal eine Runde fliegen. Das wäre auch nicht schlecht. Gefällt mir irgendwie.
Hier, Kaman, was ist eigentlich, du hast doch alle deine Drohnen mitgenommen, ne? Was ist eigentlich mit deiner Flying Eye Big Apple, die ein Flashpack dabei hat? Die hatte ich als erstes gesagt, dass ich die mitnehmen möchte. Ja, achso, gut, das habe ich jetzt nicht mitgehört, habe ich nicht kein mitbekommen. Problem. Schande über mein Haupt. Ich habe überlegt, ob ich die Sprengstoffdrohne mitnehme. Im Zweifel einfach ja. Achso, ja, die Strukturschwächungsdrohne habt ihr natürlich auch mit. Das ist richtig. Gut. Der Liftboy ist dein Abseil-Dingsbums, ne? Genau, der Liftboy ist meine Enterhakenkanone. Liftboy. Ich finde das super. Also ehrlich, ich finde, das ist eine ganz hervorragende... Störsenderbereich? In seinem Fall war ich das. Naja, ja, wir wollten ja einen Störsender mitnehmen. Zwei gut. Ansage. Gut. Und natürlich habe ich eine Maschinenpistole, by the way. Eine Collier Supreme. Jo, die wirst du mitnehmen. die habe ich auch noch, genau. Ja, ich wollte schon sagen, die hast du doch auch, Kaban. Ja, ja, aber die ist etwas besser. Die wollte ich jetzt nicht. Außerdem verwendet die Keramikmuni, das ist schon eine persische Scheiße. Mhm. In einer anderen Situation ja, vielleicht, jetzt aber nicht. Nee, ich nehme die Zastava FN7 mit. Und eine normale Zastava, meinst du? Also ja, eine Pistole. Okay. Jojo, Waffen, los. Die Zastava, weil sie am praktischsten ist und also weil sie verhältnismäßig viel Rums hat für das, was sie können muss. Und die, oh Gott, wer heißt sie denn hier? Scheiße. War das die Fischetti, die so viel Schuss hat? Die hatte irgendwie 30 Schuss, glaube ich. Ja, die leichte Pistole, ja, ist das die. Genau, weil die macht so verhältnismäßig viel Wumms für viel Schuss vor allen Dingen. Da muss ich nicht so oft wechseln und Ersatzmagazine. Jeweils. Ja, das ist klar. Gut, noch was? Den Rest, der wurde selbstverständlich schon... das Kampfmesser, weil ich muss ja Leuten das hinschmeißen können, damit die das fangen. Du nimmst jetzt extra, weil da könntest du auch einen Ball in die Tasche stecken dafür oder so. Nein, aber mit Messer kann ich ja noch im Nahkampf umgehen. Das Ding ist halt, Jelly, es war letztes Mal schon dumm, als du die Pistole, die du in der Hand hattest, auf ihn geworfen hast. Jetzt willst du erst ein Messer ziehen, um es ihn dann hinzuwerfen. Na sicher. Na gut, alles klar. Ach ja, und wir haben übrigens ein Magazin Explosivmuni, ne? Und 40 Schuss APDS für eine leichte Pistole. Und wofür ist die Explosivmuni? Kaban hat doch gefragt, ob wir die haben. Schwere Pistole, habe ich doch gerade gesagt. Achso. Wir haben sogar einmal 31 Schuss Explosivmuni und ein Magazin Explosivmuni steht hier. Es stehen beide gut drin. Nur falls wir es brauchen. Aber ich glaube, wenn dann... Ich wüsste jetzt nicht, wofür was... Naja, gut, im Zweifel, was weiß ich, was mit der Tür ist oder keine Ahnung was. Ja, dann hat die Pistole halt... Also wenn man dann auf Pistole umschwenken muss, weil man so viel Blei schon in die Heide gepackt hat und das hat nichts gebracht, dann hat die Pistole wenigstens ein bisschen mehr Bums. Richtig. So, ich möchte gerne... Ich weiß, das hältst du jetzt für total sinnlos, aber ein Ersatzmagazin für die Fischetti haben, auf die ich obendrauf die 2-Schuss APDS packe. Oder, nee, sagen wir 5-Schuss. 5-Schuss APDS packe. Falls... aus irgendeinem Grund wir sie brauchen sollten. Die ist aber nicht in der Pistole, also die müsste ich wenn dann reintun. Abgelehnt. 3 oder 6 Schuss kannst du nehmen. Das Ding ist, wenn du eine Salve schießen willst, habe ich keinen Bock, das irgendwie einzeln zu berechnen. Deswegen nimmst du 3 oder 6. Dann sind es im Zweifel 6, weil ich wahrscheinlich ein paar mehr Schuss... Wenn ich sie brauche, dann brauche ich wahrscheinlich auch ein paar mehr Schuss. Okay. So. Das Gewehr nehme ich nicht mit. Das ist zwar, ich liebe es zwar, ich möchte es eigentlich, möchte ich es mitnehmen. Aber ich kann nicht so viel Rums mitnehmen, das geht nicht. Kannst noch eine Roger Super Warhawk mitnehmen, die hat auch Rums. Kann ich ein Gewehr von ihr mitnehmen? Die haben alle angepassten Griff, ihre Gewehre. Also meine Gewehre. Ja. Da kannst du schlechter mit schießen. Ich muss mir mal bei Gelegenheit welche von dir kaufen. Jo. Vollautomatische Schrotflinten mit Kerngeschoss.
Was? Vollautomatische Schrumpfflinten mit Kerngeschoss? Na sicher. Ich meine Vollmantel, was vermutlich Vollmantel. Seine Bezeichnung ist vermutlich die richtige. Ja, wahrscheinlich. Es kann sogar sein, dass es falsch ist. Keine Ahnung. Das war das Erste, was mir eingefallen ist. Ihre Schrote kann beides. Ja, beides können die immer, aber Kernmunition, also die Vollmantelmunition hat halt einfach mehr Wumms. Das weiß ich, aber sie hat sogar eine Waffe, die, wo du die beide Magazine, die hat einmal Trommel und einmal ein Dingens. Wir haben eine halbe Folge dafür gehabt, dass klar wollte noch was mitnehmen. Also ich meine eine halbe Folge, wo die deine Waffe mal vorgestellt hatten. Das stimmt. Eine Schalldämpfer und so ist klar. Ist doch klar. Na ja, klar, ist das klar. Okay. Jo. Nee, ich nehme das Gewehr mit auf dem Rücken. Die Fischer, die braucht ja nicht viel Platz. Okay. Es sei denn, also ich probiere es vorher aus, ob ich mich damit noch bewegen kann und ob ich alles tragen kann. Wenn das ein Problem ist, dann lasse ich was weg. Du hast zwei Kniften und ein Gewehr und sonst hast du nicht viel, also. Hier eine Atemschutzmaske. Ja, gut. Ich meine, du musst nur das für Deli irgendwie, also Deli muss es auf dem Weg zum Dach transportieren, weil er es einfach besser verstecken kann unter der Klamotte, das kannst du nicht. Ja, easy. Ist ja kein Problem. Ich nehme eh Sporttaschen mit, würde ich sagen. Wo wir alles reinpacken. Die langen Sporttaschen. Ja, geht auch. Aber ich komme mir so vor, als hätte ich das wesentlichste, das Kernelement quasi vergessen. Kabelbinder und Panzertape, ne? Ich weiß nicht, wofür wir das brauchen, aber wir finden schon eine Anwendung dafür. Und mehr Seil. Karabinerhaken und so weiter. Ja, das ist für mich mit drin. Die komplette Kletterausrüstung, ja. Gut. Ah, ich habe ja noch ein bisschen Paraphernalia-Zeugs. Nicht viel, aber ein bisschen was habe ich. Zwei Stück. Die möchte ich mitnehmen. Ich sehe es schon kommen, dass ich entweder TikTok mich selbst, da brauche ich da nicht mehr für, aber zumindest für Carbon irgendwie. Oh ja, Medkit. Gute Idee. Was ist das für ein Gegenstand? Das hattest du nicht definiert. Nee, ich. Mm-mm. Es sind Murmeln, und zwar halt super alte. Ah. Weil 2080 benutzt keiner mehr Murmeln. Und damit meine ich keine Männerhoden, es sind 20 Stück. Brauchst du zum Beutlichen. Unpraktisch, bleiben im Auto. Na, so ein Beutelchen, damit meine ich halt so ein Würfelbeutelchen, ne? Ja, aber damit kann ich nicht leise sein. Die Dinger machen immer Krach. Ja, das stimmt nämlich. Deswegen bleiben sie dann halt im Auto. Dann habe ich halt Pech. Da muss meine eigene Magie reichen. Wir werden alle sterben. Mach das nicht. Ich habe jetzt so viele Punkte da rein investiert. Ruhe jetzt! Schalldämpfer nehme ich natürlich noch mit. Alles klar. War ja angesagt. Gut. Ihr bringt euch in Position. Jo. Flashpacks und so, ne? Das war klar. Hier, ihr habt, wir wollten irgendwas Blendendes. Blendgranaten habt ihr zwei Stück bekommen. Na dann. Alles gut. Dann beschreibt mal. X markiert meine Stelle. Haben wir eigentlich schon Link, ja, ne? Ich bin nur noch nicht drin. Und so ungefähr zielend halt. Alles klar. Habt ihr auch noch Flashbang für mich? Ja, du kriegst eine. Ja, das halte ich für eine Idee. Weil du kannst ja immer noch versuchen, durch die Tür zu kommen. Oder? Oder wie war der Plan? Wolltest du jetzt durch die Tür kommen oder wolltest du einfach nur aufhalten und wir machen die Tür irgendwann auf? Na, der Plan war doch erstmal, dass wir zwei erstmal reingehen und er auf die Tür aufpasst und die Tür dann nur auf, also wenn irgendwer rausrennt, weißt du, dass die nicht wissen, dass vor der Tür noch jemand steht. Es sei denn, die haben da Kameras, das ist natürlich scheiße, aber
Und die kann ich im Zweifelsfall dann für mich hacken oder so. Da guckt man sich mich irgendwie mit meinem Arsch nicht gerade voll in Fokus stelle. Genau. Die könnten glatt eine Uroskopie bei mir machen, so wie sie da reingucken. So sieht's aus. Nee, genau. Also der Plan war ja erstmal, dass du draußen wartest oder draußen bleibst. Und wir dich dann irgendwann reinholen oder irgendwie sowas in der Art. Jupp. Und du halt sonst unser Überraschungskommando vor der Tür bist. Und ich würde sagen, wir nehmen diesen Entrance quasi. Weil da müssen wir mich nur nach Seite sichern quasi. Wo bist du? Oben bei dem schwarzen Pfeil? Ja. Ah, okay, das wollte ich wissen. Können wir quasi nämlich da einmal rein, dann sichern wir zur Seite weg. Und sichern dann so. Du lässt den Zwerg rein, dann sind wir schon zu dritt. Und dann gehen wir weiter. Na, das war die Frage, ob wir den Zwerg reinlassen oder... Ja, okay, stimmt. Sobald wir das Living Room gesichert haben, gibt es keinen Grund mehr, das nicht zu tun. Das stimmt. Okay, ja, dann lass ich ihn rein. Da muss er auch nichts hacken. Andere Idee wäre das. Ja. Hat den habe ich auch schon Vorteil, dass sie sich da nicht verbarrikadieren können. Ja, habe ich auch schon dran gedacht. Das Problem an der Sache, wenn da reingehen und die alle im Living Room sind, dann stehst du alleine gegen drei. Oder zwei. Hast zwar den Überraschungseffekt, aber schlecht. Da fällt dich ja noch die Flashbang. Traust du dir das zu, den Security Guy und den Hacker umzubringen, alleine, wenn es hart auf hart kommt? Jo, tue ich. Aber guck nochmal von oben nach unten zu an dir runter. Bist du dir wirklich sicher? Ja. Ich weiß, famous last words, aber schon irgendwie. Moment, der Vorteil ist aber, dass wir dahin, also ich sehe ein, was du meinst. Auf der anderen Seite, da hinten ist das Fenster nicht direkt zur Straße. Dann müssen wir uns nicht direkt an der Straße runterlassen und das sehen nicht sofort irgendwie alle Leute. Das stimmt. Dort oben ist doch, ist das oben nicht auch eine Straße? Ich weiß es nicht mehr, warte mal. Ich dachte, da oben wäre keine. Ich weiß es jetzt echt nicht mehr. Keine Ahnung, musst du entscheiden. Wenn da oben auch eine ist, habe ich nichts gesagt. Dann wäre das von drei Seiten um Straßen umgeben. Das ist ein bisschen seltsam, oder? Für ein Haus ist das schon seltsam, wenn es ein Eck. Ja gut, es geht. Es gibt solche Häuser, aber es ist selten, ja. Der übliche Straßenblock. Na, da oben ist keine Straße mehr. Da oben ist die Metrostation. Wusste ich die ganze Zeit. Ich auch. Metrostation, so dass die das sehen können, die anderen, nicht oder? Nicht Metro, sondern Monorail. Oh, okay. Das heißt, das sehen auch alle, ja? Nicht zwingend. Also ich meine, ihr werdet euch ja nicht aufs Dach stellen und mit einem Christbaum leuchten, sondern ihr werdet ja vermutlich aufs Dach gehen, euch rausrobben und dann festmachen und dann kommt der Jump. Da haben sie nicht viel Zeit, euch zu sehen. Das stimmt. Naja, vermutlich sind da Werbetafeln, Schallschutzbauern. Also stimmt, genau. Werbe-AR-Shit an der Metro, an der Intermonorail-Station kann ich mir schon ziemlich gut vorstellen. Ja. Na, von der Straße aus, da habe ich halt die Angst, dass es sofort einsehbar ist und jemand sofort die Polizei ruft. Bist du nur die Fensterputzer? Genau. Durchs Fenster springen. Hier ist eine Scheibe kaputt gegangen. Wir wollten nur die Scherben aufsammeln. Ich dachte ja an Karglas repariert. Karglas tauscht aus. Ja gut, dann nehmen wir den schwarzen Pfeil. Also auch der, der benannt ist, weißt du, was wollen wir da machen? Gut! Ihr würfelt mehr! Initiative. Bevor wir irgendwas anfangen. Okay. Ihr bekommt plus 3 absolut. Also nicht plus 3 Würfel. Ist ja klar.
Und nein, dieser W6 war ein anderer. Hä? Das hat nicht geklappt. Entschuldigung. Was tust du? Ich wollte ausprobieren, ob es geht, ein W6 plus 10 zu würfeln. Das hat aber nicht funktioniert. Oh, ah, okay. Ich hab quasi vorher, bevor wir runterspringen, nehme ich dieses scheiß Jazz. Was? Dann bekommst du, warte. Also, das hält doch. Wie viele Kampfrunden? Genug. Es hält 10 bis 60 Minuten. Also du musst gleich noch ein W6 würfeln. Und das, du kriegst eine Reaktion, ein physisches Limit und zwei Würfel. Also auf Indie. Achso, ich würfel mal die Dauer. Ja, eine Stunde lang eine ist es nicht dabei. Eine Reaktion und eine Intuition, sagst du? Eine Reaktion, ein physisches Limit und zwei Inni-Würfel. Für eine Stunde. Also, Deli. Das kann ich dir dann sagen. Alles easy. Ja, 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 geil, geil, geil. Rein da. See. Ihr könnt mir kurz ansagen, was jetzt bei euch so für Zahlen stehen. Ich bin zu faul. 10. 12 insgesamt, also. Moment. 8. Zusammenzählen einfach, ja? Ja. Ja, und plus 3 halt. 10. 18. Oh ne, 21, wenn wir plus 3 kriegen, plus da auf den Scheiß. 21! Wupp. Ich komme auf 38. Das kann ich nein. 1 W6. Das Ergebnis von 1 W6 plus Reaktion plus Intuition plus 3. Achso, Moment. Ist, halt nicht wie, ist nicht wie Sharon 4. Schön wäre. Ich habe nicht gesehen, was ihr gewürfelt habt, weil ich selbst gewürfelt habe, sonst hätte ich das gleiche. Sagt mal. Okay, was muss ich jetzt hier eingehen zum Würfeln? SR1. War gut zu verstehen, ne? Wenn wir alle gleich gleichzeitig reden, das ist ziemlich gut. SR1. War halbwegs deckungsgleich. Okay, so, das hast du 4 plus Reaktion plus Intuition plus 3. Also, dann sind es 15. Gut, dann. Die 35 haben mich so ganz hin erinnert. 21 finde ich super. Ja, also was brauchen wir. Pass auf. Sicher. Du bist ja der anfängt. Du bist auch der richtig Bock hat. Ja, Bock, geil. Du machst jetzt Freefall und selbstverständlich machst du auch Strength. Was? Stärke und Freefall. Bam, Junge, ein Erfolg. Ich bin so gut. Geil. Ich hab keinen Edge mehr. Was? Natürlich nicht. So. Das Spiel am fängt gut an. Ein Bruch beim Abseilen? Das Ding ist folgendes. Wie gesagt, das Ding ist nur Steinschlag sicher, nicht riesenfetter Ork mit Gatter hinten drauf und drohnensicher, ne? Das heißt, es wird folgendes passieren. Ihr brecht auf jeden Fall volle Bude durch das scheiß Glas. Die Drohne fällt runter und wird sich dann irgendwie halb aus der Luft fangen. Dafür ist ja programmiert. Und dann wirst du die irgendwo, also wirst du die ja vorher eingeschämt, dass sie irgendwo hinfliegt, weil ich irgendwann da, aber ihr stürzt dann nicht sehr Tarzan-like quasi in die Büde hinein. Leider hat Gaban die Fenstergröße nur halb gut berechnet und würfelt mit deswegen Constitution ohne Panzerung. Aber dafür mit Knochen. Passiert dir doch eh wieder nix. Dem alten Fleisch. Nee, mir fehlen echt viele Würfel. Man muss es immer probieren, Wanderzart. Wenn ich es nie probiere, weißt du? You miss 100% of the Kopfschmerzen you don't take. Oder so. Aha. Ja, gut. Das mache ich doch. Er berechnet die Höhe falsch, klatscht mit der Stirn volle Bude in den Fensterrahmen, fällt dadurch so halb zurück und kann sich nur so mit den Armen irgendwie noch am Fenster abstützen. Sieht sehr elegant und sehr geil aus. Was natürlich auch bedeutet, dass Jojo etwas unsanft die Schrotflinte in den Rücken gedrückt bekommt. Allerdings merkt er es nicht mehr. Er ist ja auch voller Adrenalin. Jupp. Geil. Alles töten. Oh Gott.
So. Seid. Ritalin. Nicht viel, aber schnell. Nee, nee, das ist das, wenn das Ritalin wieder aufhört zu wirken. So, Freunde, ihr steht im Living Room. Ist schön einrichtet. Man könnte fast sagen, hier schmackvoll, aber so nur auch nicht. Ihr steht da, die Fenster sind zerborsten. Ihr seht erstmal jetzt gehen. Okay. Ja, ich mach zwei Schritte vor, merke dann, dass ich Jojo noch am Rücken hab, hau Jojo los und renn dann quasi in die Mitte des Raumes. Mit gezogener Waffe. Welche? Meine Sestava-Maschinenpistole. Gute Wahl. Gut, du bist da, wo du dich vorhin eingezeichnet hast. Kannst du auch ja meinetwegen gerne machen. Jojo ist etwas vorsichtiger. Das, los, der Meat Shield ist ja auch schon vorangelaufen, der kann ja gar nicht mehr passieren. Also im Moment wirkt er eher wie mein, ich fange alle Kugeln ab und guck dann mal, was für Jojo übrig bleibt. Sie schaut sich auch im Raum um, kurz, also sucht nach irgendwie Kameras, irgendwas anderem, also ein Scheiß. Und horcht. Na dann zeig mal Wahrnehmung. Krieg ich irgendeinen Bonus? Nee. Ohren? Nee. Zwei Erfolge. Gut, das erste, was dir auffällt, wenn du jetzt quasi ein bisschen vorsichtigerer dich entlang schlängelst, wirst du ja zum Beispiel hinten an diesem Tresen von der Küche auch ein bisschen Deckung suchen, ne, und eher ja in Richtung Lanai absichern. Du siehst auf der anderen Seite des Herdes eine wunderbare Konstruktion, die irgendwie mit einem Hutständer, einer Schrotflinte, die auf die Tür gerichtet ist und Laserabstandsmesser zur Tür irgendwie verschaltet ist. Das heißt, ich bemühe mich jetzt erstmal, diese Konstruktion auszuschalten. Na, das Ding ist, wenn TikTok die Tür aufmacht, passiert ja nichts, denn es ist in Kopfhöhe gerichtet, also sagen wir mal moderate Kopfhöhe, so ungefähr 1,50. Das heißt, bei manchen trifft es einen Kopf, bei manchen einen Brustkorb und bei TikTok, na okay, das ist immer noch Streuung. Man kann vorsichtig genug sein und das Ding vielleicht deaktivieren, ja. Ja, also ich finde das zwar prinzipiell geil, dass TikTok schlichtweg zu klein ist, um davon getroffen zu werden, aber... Too small to hurt. Gefällt mir gut. Aber nichtsdestoweniger tatsächlich sehe ich da das Problem von irgendwie Schrotkugeln, die ihm da vielleicht doch noch irgendwie ins Gesicht fliegen. Ich möchte diese Konstruktion deaktivieren. Ja gut, also ich meine, du ziehst das Kabel aus der Schrotflinte und hast den härtesten Hack der Welt vollbracht. Ah, siehst du mal. Mhm. Entschärft. Ziel. Während du das gemacht hast, hast Kaban dich ungefähr zweimal angeguckt und so bedeutet, dass wir schneller nach vorne müssen. Das interessiert Jojo herzlich wenig. Und ja, die deutet dann auf sich und dann in Richtung der Tür. Leute, wichtig übrigens, ich habe das nur die Eni würfeln lassen, damit wir es gleich nicht machen müssen. Ihr seid noch nicht in Kampfrunden, das heißt, Daddy, wenn du was Unvernünftiges machen wolltest, lass dich nicht abhalten, nur weil die ihm jetzt die Tür öffnen will. Ja. Definitiv werde ich natürlich quasi mich zur Tür des Linais bewegen. So, mit dem... Mit Blickrichtung dahin. Und quasi, kann ich durch das Linai, also durch die Fensterwand an Linai gucken? Ja, genau, das ist Glas, da ist niemand drin, soweit du sehen kannst. Das ist halt so eine Art Wintergarten. Das ist gut. Ist das eine Tür? Nee. Also würde mir auch also niemand in den Rücken fallen können? Ja. Dann rücke ich etwas vor. Sehr gut. Jojo. Öffnet, also guckt sich die Tür an und würde TikTok die Tür öffnen. Ja gut, wie willst du das denn machen? Wie ist sie denn zu? Quasi so. Sag mir jetzt nicht, dass die von innen keine Klinke hat. Natürlich hat die von innen eine Klinke, aber die hat auch von innen ein Schloss. Und wenn das zu ist. Du meinst also, sie ist abgeschlossen.
Na, pass mal auf, wenn ich jetzt zum Beispiel die Haustür verriegeln würde von innen, den Schlüssel abziehe und weggehe, kämst du ja auch, kannst du auch die Tür nicht aufmachen. Das stimmt, aber ich dachte von bei Markschlössern gibt es auch die Möglichkeit, dass du quasi, wenn, also wie eine Fluchttür, weißt du, weil wenn du dann erst deine Karte rauskramen musst, einen Schlüssel kannst du ja stecken lassen. Das geht aber ja bei Markschlössern nicht. Und gerade aus im Sinne des Feuerschutzes etc. pp. Dachte ich, dass man von innen die Möglichkeit hat, die einfach so aufzumachen. Selbstverständlich, das ist überhaupt kein Problem. Entweder du gibst dir deinen kommlinken Feueralarm oder am Haus Panik-Button. Wenn du das machen willst, dann kannst du die Tür öffnen. Nein, das möchte ich nicht machen. Da kommen immer so schnell so viele Leute. Ach so. Ja. Ja, da wird zwar kuschelig, aber wenig romantik. Das stimmt. Und weswegen sind wir denn hier? Wegen der Romantik. Ja. Gut, hier liegt auch nichts rum, ne? Wäre zu einfach. Bitte? Da liegt auch nichts rum, oder? Das wäre zu einfach. Aber wir hatten doch den, wir hatten doch, hatten wir von einem der Leute den Code? Für die Haustür und nicht für die Wohnung. Naja, aber da war ja die Theorie, dass das vielleicht der gleiche sein könnte. Tja, aber hast du den mitgenommen? Habe ich vor uns in seiner Aufzählung ja auch nicht gehört. Habe ich vielleicht ein fotografisches Gedächtnis und es ist noch nicht lange her und ich hätte zumindest die Möglichkeit, mir den Code gemerkt zu haben. Der war ja nicht 15-stellig. Ich muss ihn gerade eingegeben haben, um da überhaupt hinzukommen. Das stimmt. Die könnte ich euch gern mitteilen. Gut. Dann schicke ich da, also, ja gut, Jojo muss mich mal kurz eben anbibbeln, dann schicke ich ihr das rüber und dann kann sie das ja mal versuchen. Und dann geht die Tür auf. Ah. Okay. Nickt Jojo kurz zu und pusht dann auch rein in die Bude. Gaban, das waren jetzt gefühlte 10 Minuten. Ja, ich wollte dir auch gerade einen Text schreiben, von wegen, das dauert mir alles viel zu lange, aber ich war noch nicht fertig, weil jetzt die Tür ja offen, das ist alles gut. Wuhu. Ja. Du redest gerade wie Jojo in den ersten Folgen, das ist voll witzig. Ja, ich versuche das mit drüber zu bringen, dass ich mich so... Jetzt merkst du, wie anstrengend das ist. Ja, das ist das gut. Ding ist, du lehnst ja hinten an der Wand und sicherst den Gang ab, ne? Mhm. Der kleine Ding ist, warte mal, deine Pupillen sind ein bisschen erweitert langsam und das Schattenspiel, das sieht fast manchmal so aus, als würde sich halt jemand vom Master Bedroom zum Dressing so schattenhaft bewegen, wie als hätte er vielleicht zum Beispiel einen Chameleonanzug oder so. Hä, ist die Tür offen? Nee. Wie gesagt, nur was man sieht, es könnte natürlich auch ein Geist sein, das wäre auch möglich. Die Tür ist zu, aber ich sehe ins Dressing Room. Nee, du siehst nicht ins Dressing Room, du siehst, wie sich vom Master Bedroom Schattenspiel, was ein Geist oder Mensch oder was auch immer sein könnte, in Richtung Dressing da unten links bewegt. Also, ja, aber da ist auch eine Tür, die müsste doch zu sein. Darum ging es um diese die Tür. Die Scheißtür ist zu, aber Jazz macht paranoid. Ja, aber wenn ich was nicht sehe, ist das irritierend. Weil ich habe jetzt mal zugesehen, die Tür, die Tür meinst du nicht, die ist offen. Entschuldigung, die Tür hatte ich nicht gemeint. Ich dachte, ihr meint, wartet, die Tür, die hier gar nicht eingezeichnet ist. Genau, hier, die ist nicht hier. Existiert. Ja, die, na klar existiert die, Junge. Guck mal, die ist da eindeutig hier. So, sieht da aus wie auf dem Plan. Was willst denn du? Die Tür hier, die ist offen. Ja, das ist alles offen. Ach so, na das müssen wir doch wissen. Verzeiht, ich habe das nicht so genau beobachtet jetzt, muss ich gestehen. Das, okay, dann reden wir jetzt wieder eine Sprache. Das war ich jetzt schmeiß da, ich glaube, ich schmeiß da gleich eine Granate hin, wenn sich das nochmal ein bisschen mehr bewegt. Super. Na, ich sag mal, aufhören tut's nicht. Also, die Tür ist zu, aber da bewegt sich trotzdem was raus aus der Tür. Na, so ein schattenartig. Grisselig. Ich da sichern. Sehr gut. Gut. Da sich das nur grisselig bewegt, alles easy. Ich bin da jetzt noch nicht so. Ich sicher kurz. So, das ist schwierig mit dem Touchpad zu malen. Einmal Richtung kurzen Gang. Sind die beiden Türen zu? Ja. Super, ich drehe mich um, tritt die Tür vom Klo an. Dich erwartet nichts, außer Damenhygieneartikel. Gut, ich drehe mich wieder um. Sehr gut. Dann
Ach, scheiß was drauf. Ich bin ja voll im Move und springe durch die Tür vom Master Bedroom. Alter. Echt jetzt? Wolltest du nicht erst eine Granate reinschmeißen? Nicht Master Bedroom, hier vom Bedroom 2, Entschuldigung. Ah, willst du die Tür eintreten oder willst du dich mit ihr reinwerfen? Ich geh da durch. Du gehst da durch. Dann zeige ich mich mal Stärke und Stärke. Zweimal Stärke? Ja klar, was will ich denn damit Konsti? Da soll ich ja nicht dagegen lehnen, wie so ein Mädchen, der soll das Ding eintreten. Okay. Wie so ein Junge. Ich dachte, na, es hätte ja auch sein können, dass das eine von dir gedingste Wiederholung ist, die eigentlich nur einmal ist. Du wolltest es nur nochmal betonen, deswegen hast du es zweimal gesagt. Ich würde mich nie wiederholen. Das Alter, was ist heute mit dem Würfeltool los? 2, 1, 2, 4, 4, 6, 1, 1, 2, 2, 6, 2, 2, 1, 1, 5. Was ist los? Es reicht, um die Tür einzutreten. Darin befindet sich ja viel Technik. Also so Decking-Technik-Shit, Bildschirme, so ein Kack. Hardware-Scheiß, bla. Ich deucht fast, sie wussten, dass wir kommen. Ja, ich sichere ganz fix den Raum. Und währenddessen sind die wahrscheinlich die anderen dran und sind völlig irritiert damit, dass ich einfach vorspringe. Ja, wenn du irgendwann nochmal zu Jojo guckst, macht die auch diese beruhigende Handbewegung, weißt du? Diese ganz ruhig. Du hast auch schon mal Jazz genommen, Jojo, ne? Ja, deswegen, ja. Du weißt, dass wenn er kurz zu dir guckt und du diese beruhigende Handbewegung machst, dass er davon 4 Frames mitbekommt. Das stimmt. Sie hat einmal in ihrem Leben Jazz genommen. User in your channel timed out. Ist nicht so ich schlimm, er sichert mit dir zusammen. Okay. Schön. Jojo. Ja? Alles klar, machen wir was. Da ist ja noch eine zweite Tür, ne? Da sind noch echt viele Türen. Meinst du die zum Bedroom 3? Nummer 3, ja. Genau. Ja. Ist die abgeschlossen? Na sichi. Nee. Warum gehe ich denn wohl durch alle Türen durch? Die sind abgeschlossen. Ich gehe vorsichtig weiter nach vorne. Wohin nach vorne? Dahin, okay. Genau. Und versuche mal, neben dem ganzen Lärm irgendwie herauszufinden, ob ich hier irgendwo Leute sehe, höre, fühle, schmecke. Schmecke. Nein. Okay. Was du allerdings hören könntest, wäre, wie die Bedroom Nummer 3 Tür aufgetreten wird. In Raum Nummer 3 befindet sich ein nichts. Okay. Jojo guckt jetzt weiter vor. Weil sie wartet auf Kaba, der sollte das eigentlich echt besser machen. Also ja, ich mache übrigens. Hätten sie von zwei Richtungen halt, könnten sie dich einfach erschießen. Ja, ja, deswegen lässt sie das Kaba machen. Ja, ich durchsuche quasi einmal rudimentär diese beiden Räume und dann dränge ich mich an Jojo vorbei. Die Tür ist ja dicht hier. Platz. Diese Tür ist dicht, richtig? Ja, ja. Na guck, dann wird quasi nach da gesichert. Ja, also dort in dem kleinen Gang ist nichts. Okay. Ich gehe Richtung Klo, tritt die Klotür ein. Gut. In dem Raum erwartet dich in der Badewanne eine bewusstlose Frau. Der Vitalmonitor hängt so halb dran, der wurde wohl noch nicht immer richtig installiert. Sie trägt ungewöhnlich viel Wohnungspanzerung. Und ist nicht mehr sie ist nicht mehr bewaffnet, aber trägt Waffenholster. Neben ihr ist halt ihr Comlink, was quasi Notarzt gerufen hat. Wann hat er dieses einen Notruf gerufen? Notarzt? Ja, also keine Ahnung, so ungefähr vor 7 Minuten. Ha, da müssen wir uns beeilen. Die hat selbst keinen Dingsvertrag, ne? Der normale Notarzt kommt. Oh, dann dauert's noch. Die ist quasi eher umgekippt, als wir dachten. Ja. Mist. Man kann es nicht hundertprozentig genau berechnen, das ist halt einfach so. Du weißt doch, der Metabolismus ist einfach eine Bitch. Achso, die lebt die überhaupt noch? Warte mal. 7 Keine Minuten. Die müsste auf jeden Fall schon hart komatös sein. Sie gibt
wenig Lebenszeichen von sich aus, ein bisschen Atmung, aber wir haben auch gerade echt andere Probleme, sag ich mal. Ja, na klar, ich wollte euch nur damit sagen, die wird nicht aufstehen, euch in den Rücken fallen und sagen, haha! Das ist beruhigend. Ja. Letzte Tür. Ich weise Jojo quasi an, zu sichern. Ja, ich stelle mich, ich nehme mal an, du meinst dieses typische, ich stelle mich neben die Tür. Genau. Und zwar nicht auf die Seite, auf der sie auffliegt, sondern auf die andere. Jetzt ist die Überlegung. Erst drücke ich dir die Granate in die Hand, dann nehme ich sie wieder zurück und dann drückst du die, glaube ich, wieder in die Hand. Nein, sie schüttelt mit dem Kopf, ich kann mit Dingern nicht um. Dabei zieht er aus Versehen die Sicherung. Oh, Moment. Ja, das kann durchaus passieren. Was? Aber wir haben die Granate ja noch in der Hand, die geht nicht los. Naja. Dann würde sie auch. Wo ist jetzt Berg? So anstrengend war sie aber nicht, als sie auf Jazz war. Die Granate wird übrigens per Wi-Fi-Signal gezündet, ne? Also eure. Bist du dir sicher? Ja. Wir greifen Necker an, das ist keine gute Idee. Na, tut mir leid, andere Granaten waren nicht da. Ich drehe die Tür an und schmeiß die Granate rein. Ich habe mich, in der die Granate reinschmeißt, zur Seite gedreht, so dass ich den Blitz nicht mitbekomme. War hell. Ja, man kann ja kurz die Augen zumachen. Ja, da ist auch noch eine Blitzkombination, wenn du zur Seite drehst, passt das schon. Ja. Ja, also zur Seite drehen wollte ich mich auch noch. Naja, klar habt ihr das gemacht, ihr habt das Ding hier geschissen. Gut, dann die Schrote ist jetzt im Anschlag. Ich gehe rein. Und sicher nach unten. Also erstmal natürlich einmal kurz durch den Raum gucken und dann ganz schnell nach unten drehen. Huscht. Im Master Bedroom befindet sich... Nicht. Nicht. Was jetzt? Sind die schon raus oder was? Ganz offensichtlich. Das hätten wir doch hören müssen. Wir hätten es auch sehen müssen, theoretisch. TikTok war noch hinter euch. Also der ist immer noch vermutlich hinter euch und sichert den Gesamtgang und deswegen hätte der vielleicht auch schon auf jemanden geschossen oder so. Sieht man denn irgendwas, wie die raus hätten raus sein können? Nö. Sind die in einem der Schränke? Ja, ich durchsuche die Schränke. Achso. Ist es jetzt soweit? Ja, sicher. Na, irgendwo müssen die ja sein. Naja, mit welchem fangen wir denn an? Ihr müsst es nicht einzeichnen, ihr könnt mir das einfach sagen. Hier im Master Bedroom, dann die Wardrobe, dann die Wardrobe, dann die Bedroom 2 Wardrobe und dann Bedroom Nummer 3 Wardrobe. Du warst zuerst im Zweier drin, ne? Ja. Okay. So, Master Bedroom. Sind Kleidungsstücke von der Tussi. Okay. Bedroom 2, das sind sie wahrscheinlich. Möglich, aber. Egal. Erst wird quasi Wardrobe unten im Dressing angeguckt und nochmal den Dressing angeguckt. Wäre die klügere Idee, sag ich mal, ne? Mhm. Ich gehe erstmal zurück zu dieser Ecke hier. Okay. Naja, da unten ist Kleidung für den Hacker und Kleidung für den Bodyguard. Guck mir auch die Leinen oder was das Dinger sind, Schränke an. Und fehlt offensichtlich irgendwelche Kleidung? Ja, dort war offensichtlich die Panzerung drin, die auch die Frau trägt. Also auch nochmal so eine Armadur und nochmal was Leichteres. Das fehlt. Okay. So, was war das nächste nach Leim? Ist hier. Und dann Master Bedroom 2. Im Master Bedroom 2 ist auch nichts. Ja, dann tritt ich gegen eins der Geräte und lauf dann Bedroom Nummer 3 rein. Es knackt laut und geht kaputt. Cool. Master Bedroom Nummer 3. Da sind sie jetzt aber auch nicht drin. Du meinst also, sie sind gar nicht in der Wohnung?
Das habe ich doch überhaupt gar nicht gesagt. Sie sind nicht an den Stellen, die ihr zurzeit durchsucht habt. Ich werde jetzt Folgendes tun. Ich werde jetzt Kaffee wegpissen und ich hoffe ehrlich gesagt, dass Wanderzart gleich nochmal wieder kommt. Na, ich war. Ich durchsuche das Pantry. Da sind sie auch nicht drin. Poliere den Kühlschrank. Die hängen, also das Einzige, was mir jetzt noch einfiel, ist, dass die entweder, dass es da irgendwo eine versteckte Luke gibt oder dass die irgendwo vor den Fenstern hängen. Aber das wäre dumm, weil sie sich da nicht verteidigen können. Ja, ich hätte auch erwartet, dass man das mitkriegt, dass wenn die abhauen, aber... Na, zumindest irgendein Fenster müsste ja entweder auf sein oder die sind halt vor 7 Minuten schon abgezischt. Aber es hätte TikTok mitkriegen müssen. Der war ja draußen. Und sie sind in der Wohnung unter uns oder so. Was echt fies ist. Wir denken uns so einen schönen Plan aus und dann sind die da nicht. Ist doch kacke. Wo haben wir denn noch nicht geguckt? Das Wohnzimmer haben wir ja... Das Einzige, wo wir noch nicht geguckt haben, ist in diesem Pantry. Aber ist das nicht ein Schuhschrank? Ja, und da drin waren sie auch nicht. Habe ich auch schon geguckt. Okay, das ist ein Schuhschrank. Dann gibt's noch den Refrigerator, dann gibt's Küchenschränke. Da können sie aber nicht drin sein. DW ist, was soll das sein? Da sind die auch, das sind zwei Leute. Kunstabzugshaube. Ja, stimmt. So, in diesem Wintergarten, da hast du ja geguckt, da war niemand drin. Ja. In dem kleinen Klo hatten wir doch, die Tür hat sie auch aufgetreten, yep. Ne? Ich habe jede Tür eingetreten. Du hast jede Tür eingetreten, ja. Wo haben wir denn nicht geguckt? Durch den Flur ist TikTok reingekommen. Hä? So, wir haben jetzt die beiden Dinger da. So, was? Nee. Was ist denn in dieser Dusche da? Oder in diesem Schacht? Kann es sein, dass sie vielleicht in diesen Schacht reingeklettert sind, wo wir ursprünglich durch wollten? I don't know, ich weiß nicht. Aber der Typ ist zu groß für den Schacht. Ja, ja. Der Typ ist aber zu groß für den Schacht. Stimmt, der Mann ist zu groß für den Schacht. Das hat er ja extra gesagt. Sieben Minuten? Wir haben niemals 7 Minuten gebraucht, quasi, um... Nein, aber die Frau ist dann bewusstlos geworden, weil du das einfach nie zu 100% timen kannst. Du kannst nicht auf die Minute genau timen. Nein, aber wir hätten es sehen müssen, wenn die abgehauen sind. Richtig. Das ist klar, das hätten wir mitkriegen müssen. Die müssen noch da sein, die müssen noch irgendwo im Haus sein. Aber eigentlich müssten die auch in dieser Wohnung sein. Aber wo haben wir denn nicht geguckt? Also ich sag mal, das sind ja zwei Leute und der Mann ist ja nicht gerade zierlich irgendwie. Das war ja schon ein ziemlicher Bulle. Eben. Ansonsten jage ich einfach in alle Schränke Schrot rein. Irgendwann kommen die schon raus. Ich fackel das Scheißhaus wirklich ab. Und wo ist jetzt unser Hacker, wenn wir ihn brauchen? Ich bin echt völlig überfragt. Wir müssen die entweder in einer anderen Etage schlafen. Ja, anders geht's ja nicht. Wir haben ja wirklich, also das Einzige, wo wir nicht geguckt haben. Es gibt nichts, wo wir nicht geguckt haben. Waren die? Ja. Ach, gut, man kann nicht verstehen. Ich bin glücklich. Die haben jetzt... Ich hoffe mal, das geht auch so weiter. Na, bisher ist es eigentlich ziemlich gut. Was ist los mit dir? Zur Zusammenfassung. Ja, wie immer, Internet ist halt im Arsch. Die haben jetzt jeden Raum durchsucht. Da war jetzt keiner. Dann haben sie jeden Kleiderschrank durchsucht. Da jetzt keiner. So, genau. Dann sind wir jetzt gerade nochmal durchgegangen. Das Wohnzimmer, da haben wir ja geguckt. Da war ja nichts Großartiges mehr, wo sich noch hätte jemand verstecken können. Wir fangen mal anders an. Ihr habt ja jetzt jeden scheiß Schrank durchsucht. Sagt mir mal kurz, wie ihr euch aufteilt jetzt. Oder ob ihr euch aufteilt. Ihr müsst es auch nicht einzeichnen, das wird zu verwirrend, ihr könnt es mir sagen. Wir haben gerade tatsächlich überlegt, weil irgendwie war der Wintergarten war ja voll einsehbar.
Wie teilt ihr euch auf? Momentan stehen wir wahrscheinlich alles im Living Room. Weil wir sind ja systematisch quasi von unten nach oben bin ich durchgegangen. Okay, gut. So, was macht ihr jetzt? Genau, Kaban war zu diesem Pantry, das ist ja, glaube ich, ein Schuhschrank, ne? Da passt eigentlich kein Mensch rein. Dieser Mann ist ja bullig, da passt ja eigentlich keiner rein. Und in diesen Schacht passt er auch nicht rein, denn da passten ja nur Jojo oder TikTok rein, das hattest du ja gesagt. Wir kürzen es einfach mal ab. Würfelt mir da einfach mal alle Wahrnehmung und Logik. Das war mir jetzt alles etwas komplizierter. 4 Erfolge. Soll ich für dich würfeln? Wenn du mir sagst, wie viele Würfel du hast, wäre besser, ja. Du kannst mir sagen, wie viel du hast? Bäm! Kaban auf Drogen, Mann! Kaban auf Drogen! Wenn da das Limit erreicht. Ich sollte öfter. Vollständigkeit halber. Ich sollte öfter auf Drogen sein. So fängt's an. Mensch. 9 nehme ich an, ne? Ja. Ich bin so gut. Okay, pass auf. Es reicht halt für euch dreien. Also, ihr seid im Living Room und langsam verarbeitet ja euer Hirn auch nochmal alles und ist ja doof, dass sie nicht da sind. Ist echt frustrierend und scheiße. Jetzt ist es halt so. In dem unteren Bad lag ja, das hatte ich vielleicht vergessen zu erwähnen, Wandi, lag ja die Kirsche bewusstlos in der Wanne. Mhm. So. Und wenn man sich da jetzt nochmal so ein bisschen zurückerinnert, dann war die Wanne ganz schön stark am Klo. Also wenn man sich da drauf setzt, da muss man das linke Bein schon fast ein bisschen hochnehmen. Der Plan kann nicht ganz stimmen. Da muss wohl diese rechte Seite, also der Schacht und was auch immer das andere da ist, muss wohl ein bisschen größer sein, als das der Plan sagt. Dann gucken wir uns doch mal den Schacht an, ob da irgendwelche Zugänge sind. Ja, aber war echt gut versteckt. Spielleiter, was ist denn das? Sieht man den Schacht von außen? Also kann man das sehen? Pass auf, von außen hast du also erstmal eine Wand. Aber wenn man da ganz genau mal richtig hinguckt, dann sieht man vor allen Dingen du mit dem geübten Blick des Handwerker-Kings. Ne? Hat ja was gebracht damals. Also da sieht man quasi, dass sich fast eine Art Tür abzeichnet. Das ist eine Tür, die so, keine Ahnung, ins 40 hoch ist. Und die hat auch keine Klinke. Aber könnte sowas sein. Du meinst, das ist, aber kann ich abschätzen, was das für ein Material ist? Ist das Stahl oder was ist das? Lässt sich schwer abschätzen. Wahrscheinlich so eine Art Rewi-Klappe in Türgröße. Eigentlich kann das kein Stahl sein, oder? Also die sind meist aus verzinktem Blech. Ich wollte schon sagen, das ist meist irgendein dünnes Material, weil ansonsten könntest du das da alles gar nicht so richtig schön installieren. Ich weiß, sonst nämlich wahrscheinlich mit der Zeit aus dem Schachtmaterial rausbricht. Ja. Könnte man zum Beispiel annehmen. Du meinst also, das Einfachste ist jetzt tatsächlich durch diese Scheißtür durchzuschießen. Ja. Ich tritt dagegen. Alles klar. Hab nichts gesagt. Man kann halt auch einfach einen Kaban machen. Pass auf, Kaban. Du trittst die Tür, brauchst doch, würfel mir das mal bitte. Du würfelst Stärke und Stärke. Und bitte mehr als einen Erfolg. 5 Bleche. Siehste? Gestanzt, würde ich sagen. Das ist jetzt so ein schöner Fußabdruck quasi, sowieso comic-mäßig. Das ist die Panzerung von jemandem, oder was? Ja gut. Wie viel Schaden machst du? 13 minus 3 sind 10. Naja, komm. Müssen wir jetzt nicht übertreiben. Also es passiert Folgendes. Das hatte ich mir jetzt anders vorgestellt. Aber du trittst die Blechtür ein und du stößt auf ein Hindernis. Aber die pure Kraft der Drogen, Kinder, nehmt mehr Drogen, wenn ihr so sein wollt wie Kaban, drückt den geborstenen Stahl splitternd durch Panzerung und das Brustkleid eines Menschen. Ups. Magdepeter hinter der Wand. Bitte? Er sagt hinter der Wand. Ja. Ey, sag mal, wird ein schöner Waldigel. Oh
Okay, also es müssen ja eigentlich zwei. Da hat doch wer geschrieben, da, ne? Da habe ich nie mit geredet. Ich komm nicht mehr klar. Ja, ich sag mal, es ist schon so ein Agaphone-Moment. Ja. Ja. Ich sag mal, also, die haben sich da natürlich auch in die Todesfalle par excellence begeben, ne? Also. Naja, aber ich meine, was sollen sie machen, wenn jemand, weißt du, durch ein Scheißfenster bricht, die können irgendwo hin, die sind zu zweit. Naja, irgendwie hätten die sich immer noch verpflanzen können in einem Raum und dann auf den Raum auf die Tür schießen können. Das wäre schon für uns echt scheiße geworden, so. Was ich mir dachte, die wissen nur, dass die Alte misstrauisch wurde, ob das Gespräch ist und der Überkippung mit Kaban. Der hatte ja nur einen Erfolg. So, die hat gesagt, Leute, vielleicht ist da was. Wir ziehen uns mal ein bisschen besser an. Und die, na okay, wir überlegen und machen wir so. Dann fällt die einfach um und dann denken die, das ist aber jemand Professionelles. Der kann bestimmt auch Blech durch jemanden treten. Da gehen wir doch mal in den Blechkasten. Oder das sind fünf Leute mit Sturm hier werden. Wenn wir da reinkommen, können wir uns nicht verschanzen, weil der eine Typ hier, das ist ein Hacker, der kann eh nicht kämpfen. Also außerhalb des Nahkampfs kann er nichts. Und dann, weißt du, verstecken wir uns lieber. Vielleicht ist das eine Überlegungschance. Ja, gut. Dann wird jetzt noch zweimal da durchgeschossen, sodass irgendwie Person Nummer zwei wenigstens jetzt auch den Löffel abgibt. Ja, also ein bisschen genauere Definition. Wohin schießt du? Na, das war, ich weiß ja jetzt ungefähr, wie sich das ausdehnen muss. Ich sag's mal anders. Ich meine, du siehst jetzt auch, weil die Klappe halt einfach ein bisschen zertreten ist. Du siehst jetzt die Reste eines Mannes auf so einer Art Steigeisen. Die Knie werden sich jetzt auch langsam eindrücken, sodass der irgendwann vielleicht runterklatscht, aber nicht weit, weil unten der Schacht sich wieder verengen wird. Und der Schacht ist das gerade so, dass der Typ sich da drin kaum bewegen kann. Den Hacker siehst du nicht direkt. Gibt da nicht so viele Möglichkeiten jetzt. Ja, der ist entweder über ihm oder unter ihm. Da sich der Schacht unter ihm verengt, für den Hacker wird es auch schon zu eng sein. Gut, dann ist er über ihm. Das heißt, ich schieß schräg nach oben. Wieso schießt du jetzt eigentlich? Na egal. Auch rein, weil der sonst die Knarre nach unten hält und schießt, wenn er nicht ganz blöd ist. Naja, wir waren so leise bis dato. Ihr habt ein Fenster zerbursten. Und Türen eingetreten. Wir waren so leise. Ja gut, na, du schießt da durch. Wie viele Schüsse willst du dir denn gönnen? Na, so 3, 4. Bis ich höre, dass jemand schreit. Na gut, dann wären das also alle. Warum? Schreit niemand nach 3, 4 Schüssen? Es schreit niemand nach 4, wir nehmen jetzt einfach 4. 4 Schüsse, so, ich schreibe mir das jetzt oft, du dummer Foot. 4 Schüsse, du hörst niemanden schreien, aber über den Typen läuft es von oben Blut runter in nicht eben geringer Menge. Oh, dann habe ich ihn schon beim ersten erschossen, naja, gut. Ich würde mal vorschlagen, Kaban, tritt mal kriegt der Gegner, guck mal, was dabei rauskommt. Ich zieh den Menschen da raus. Und dann fällt ja der andere wahrscheinlich auch schon mittlerweile runter. Richtig. Der andere stand halt quasi auch auf so einem Steigding und da fällt der runter. Und dann ist er erschossen worden. Oh. Double Tap hilft ja nix. Pam, pam. Aber nicht eine Pistole oder was? Nee, also ich würde jetzt meine Zestar wahrnehmen. Die Köpfe. Klar. Tot. Schüsse sind natürlich trotzdem noch einigermaßen laut, aber es ist eh irrelevant. Gut. Dann, was haben die für Bewaffnung? Und eine neue HK. Also, der Typ hat 2 Granaten, eine Streetline Special, eine Beretta Elite. Dann hat er noch, aber ist offenbar nicht auf ihn angepasst, eine HK-227 und eine Streetline Special. Ich nehme mir auf jeden Fall die HK-227. Und dann hat der Decker noch eine Streetline Special. Yay. Ey, die sind voll gut. Und die sind voll wertvoll. Verarschst du mich jetzt? Nein. Ich nehme sie mit. Scheiße. Schreibt euch das mal bitte auf. Was der Decker... Ja. Für den Deckard. Mal gucken, was also, der Decker noch so an Krempel hinterlassen hat an echter Hardware. 2 Streetline Special sind da noch, sagst du. Insgesamt 3. Insgesamt 3, genau. Nachdem er ein schöner Hardware hat. Warte mal. Wir sollten uns beeilen. Entdeckt, da brauchst du ja die Proportionen nicht gleich, ist eh selbst, zumindest selbst schön überzogen und geradeaus musst du eh ein bisschen aufwendiger machen, sieht aber auch qualitativ nicht aus, ist ja das aus der Gosse gezogen. Und dann halt noch so ein Kram wie eine AR-Brille und halt die Panzerung, die er hatte, aber die ist halt eh irrelevant.
Schnickschnack. Nix. Ah, die haben beide einen Atemfilter dabei. Den hatten sie vermutlich sogar auf. Ansonsten ein paar Keycards und sowas und Comlinks. Ich sag mal, in dem einen Raum war echt viel stationäre, geile Technik, wo man vielleicht nur was aufmachen müssen und hätte da was rausnehmen können, aber leider hat irgend so ein Ork dagegen getreten und da waren dann Dinge kaputt und da waren leider die wertvollen. Wir haben eh nicht viel Zeit, wir müssen jetzt eh weg. Ja. Also ich nehme die Comlinks noch mit und bei den Keycards, die ziehe ich einfach kurz durch meinen Laser. Dann nehme ich sozusagen die Infos davon mit, ohne die Karten mitzunehmen. Alles klar. Ich glaube, das dauert aber länger. Übrigens, du ziehst sie nur durch, glaube ich. Das dauert wirklich, glaube ich, nur eine komplexe Handlung. Da kann auch die scheiß Keycards mitnehmen und das auf dem Weg nach draußen machen und die dann wegschmeißen. Das ist ja kein Ding. Also, ja. Übrigens meldet ihr Cast Weihnacht, dass sie auf jeden Fall unterwegs sind, um Kevin zu retten. Dann wollen wir die Herren nicht aufhalten und gehen. Ja. Cute. Wir schließen sogar die Tür hinter uns. Ist aber nett von uns. Ich habe schon eine Folge eine höfliche Aufwartung genannt. Kann ich nicht nochmal machen? War also jetzt ich war kurz mal überlegen, ob wir den Stecker reinstecken und dann Jojo rauskrabbeln lassen und dann die Tür hinter uns schließen lassen. Ist eher eine fröhliche Abwartung. Ha, 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 ha. Oder eine fröhliche Wartung. Penis garage, she makes things so very convenient for me. She's my all night penis garage, penis garage, penis garage, penis garage, penis. So, der Hacker ist tot. Heureka. Oh, so. War natürlich jetzt voller Spannung. Und anderen Dingen. Ich hab's bereits in dieser Folge getan und das wird noch viel, viel offensichtlicher in der nächsten Folge. Ich habe vielleicht ein bisschen meine Spieler getrollt. Also was heißt, nicht direkt, ich hab den Run getrollt, weil das Ding ist, da auch Wannas halt so oft rausgeflogen ist, wollte ich schon irgendwie weitermachen, aber verschiedene Dinge, die ich eigentlich machen wollte, konnte ich dann nicht mehr. Und bla, das mache ich dann nächste Folge nochmal. Tatsächlich habe ich mir schon vorher gedacht, na, die werden sich vermutlich drin verstecken müssen, weil sie denken, okay, die Alte hat gesagt, da war was komisch unten mit so einem hässlichen Ork und dann, also Kava und Sozialproben sind ja wie immer richtig gut gewesen und wenn dann Leute durchs Fenster jumpen und so, dann versteckt man sich ja lieber, man weiß ja nicht, was da kommt und die sind halt nur noch zu zweit gewesen, das ist schon okay. Gut. Beobachtungsauftrag nächste Woche. Merken. Mehr gibt's auch erstmal nicht zu sagen. Die Musik ist von Lamprey mit dem Titel Parasite auf dem Album The Green Grass und von The Cheese Mites mit Cheese My Own Peace Garage. Das Bild ist von Evo Chibi mit dem Titel Loops. Der reicht auch scheiße in die Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Ihr kleinen geilen Milz Bros und Milz Bulletten. Oder Milz Bulletten. Ich hab Hunger.